Wir sind uns einig, dass die Schwerpunkte natürlich im Bereich der Frage Arbeitsmarktpolitik, der Steuerpolitik, der sozialen Sicherungssysteme sind. Also hier muss Deutschland vorangebracht werden, solide Finanzen. Das sind die Themen, die auch im Vordergrund stehen sollten. Aber wir müssen natürlich auch den Dissens sehen. Und hier gibt es natürlich auch erhebliche Unterschiede zwischen den Grünen und Union und FDP. Und das ist deutlich geworden. Ich will noch mal deutlich machen, die SPD muss einfach beginnen zu akzeptieren, dass sie die Wahl nicht gewonnen hat, sondern dass sie die Wahl verloren hat. Und dass man nicht ein Wahlergebnis korrigieren kann mit juristischen Tricks. Es gibt in der Tat auch noch Unterschiede im Bereich der Außenpolitik. Wir sind der Überzeugung, dass die Verhandlungen mit der Türkei ergebnisoffen geführt werden müssen. Und wir sind nicht bereit, quasi das Ergebnis, das in 15 Jahren feststehen könnte, heute schon vorwegzunehmen. Das sind Meinungsunterschiede, die muss man nicht verschweigen. Keiner der Meinungsunterschiede ist aber so groß, dass wir nicht gemeinsam eine sehr gute Regierung bilden könnten. Und dementsprechend ist es richtig, dass wir jetzt auch zusehen, wie die Union weitere Gespräche führt mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, um das Ziel eines Politikwechsels durchzusetzen. Soll aus Schwarz-Gelb eine Mehrheit werden?